Herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Mein Name ist Oliver und heute geht es um den Amazon Kindle Paperwhite 2021. Der wurde vor ein paar Wochen aktualisiert, wurde bereits im Sommer angekündigt. Neue Hardware hat er bekommen. Ich habe von Amazon ein Testgerät vor Marktstart erhalten, habe das jetzt in den letzten Tagen und Wochen ausführlich testen können und ich möchte euch heute mein persönliches Fazit dazu liefern und euch auch sagen, ob dieses Gerät vielleicht sogar den alten Oasis, das bisherige Flaggschiff, ersetzt. Ich wünsche euch viel Spaß mit dem Video. Fangen wir doch mit ein paar Eckdaten an, bevor ich zu meinen persönlichen Eindrücken aus dem Alltag und meinem entsprechenden Fazit komme. Es gibt jetzt ein größeres Display ohne Spiegeleffekte, das ist jetzt 6,8 Zoll groß, was ich persönlich sehr begrüße, macht durchaus einen Unterschied. Je größer so ein Display ist, je besser ist das natürlich im Alltag. Das Display ist weiterhin beleuchtet, man kann die Beleuchtung frei regeln, es gibt da mehrere Optionen von relativ dunkel bis durchaus hell, finde ich, ist dann auch sehr, sehr hell im Alltag, kann man gut lesen und man kann die Farbtemperatur entsprechend einstellen. Sie wird zwar nicht automatisch geregelt, wie ihr das vielleicht von manchen Smartphones mittlerweile kennt, aber man kann sie manuell in den Einstellungen anpassen und dann seinen entsprechenden Favorit im Alltag nutzen. Die Akkulaufzeit liegt bei bis zu 10 Wochen laut Amazon, hängt dann natürlich auch davon ab, was für eine Displayhelligkeit etc. ihr nutzt, was ihr lest. Das ist dann dementsprechend unterschiedlich. Ich würde mal von guten 2 Monaten im Alltag sprechen, so zumindest meine bisherige Erfahrung mit dem Oasis und ich denke, da dürfte der Paperwhite auf einem entsprechend ähnlichen Niveau liegen. USB-C ist vorhanden, außerdem haben wir in der Signature Edition Qi, also kabelloses Laden ist hier vorhanden und 32 GB Speicherplatz. Wer ein bisschen weniger zahlen möchte, bekommt kein kabelloses Laden und nur 8 GB Speicher. Die Basisversion mit Werbung startet bei 130 Euro. Wer auf die Werbung verzichten möchte, der zahlt 150 Euro bei Amazon. Wer eine Kids-Version möchte, die allerdings baugleich, also mit der identischen Hardware daherkommt, allerdings so ein, sag ich mal, Case für Kinder noch mit besitzt, zahlt 20 Euro mehr. Und wer die Signature Edition haben möchte, die jetzt ich in diesem Fall in den letzten Tagen getestet habe, der zahlt 190 Euro. Wie gesagt, mehr Speicher und kabelloses Laden, mehr ist hier nicht vorhanden, Display etc. sind bei allen Modellen ähnlich. Ich persönlich war in den letzten Jahren tatsächlich, vielleicht hat ja auch der ein oder andere mein Review 2019 auf dem Kanal gesehen, sehr zufrieden mit dem Kindle Oasis im Alltag. Ich finde, es war ein teures Produkt, ein teurer E-Reader damals, aber ein durchaus guter E-Reader und ich mag auch weiterhin diese Haptik mit diesem Aluminium, fühlt sich gut und hochwertig an und ich muss auch sagen, der neue Paperwhite fühlt sich da ein kleines bisschen billiger, nicht billig, also er ist gut verarbeitet, da wackelt und knarzt nichts, versteht mich da bitte nicht falsch. Ich persönlich finde Aluminium allerdings immer noch so ein kleines bisschen hochwertiger im Alltag und mochte das tatsächlich auch bei einem E-Reader. Ich bin mal gespannt, ob da vielleicht nächstes Jahr eine neue Version kommt. Abgesehen davon, technisch gesehen, ist der neue Paperwhite allerdings auf genau dem gleichen Level wie der Oasis, sprich das neue Flaggschiff. Das Display ist ein kleines bisschen kleiner, sind aber nur 0,2 Zoll und die machen für mich persönlich, ich habe das mal versucht so ein bisschen zu vergleichen im Alltag, keinen Unterschied. Ich mag das neue, größere Display, gefällt mir gut, kann man gut drauf lesen. Neues, größeres Display ist immer herzlich willkommen. Was mir allerdings ein kleines bisschen gefehlt hat, ist, dass es keine physischen Tasten gibt, um die Seiten zu blättern. Ich komme zwar auch damit klar, dass man das Ganze mit so einer Touch-Geste macht, aber nichtsdestotrotz würde ich mir natürlich auch wünschen, dass wir da physische Tasten bekommen würden. Denn ich finde bei einem E-Reader, wenn man den dann mobil einfach mal in der Hand hält oder auf der Couch liegt, finde ich es ganz praktisch, wenn man physische Tasten hat, um eine Seite in einem Buch blättern zu können. Die Benutzeroberfläche der Kindle E-Reader war für mich persönlich in den letzten Jahren gut, zuverlässig, hochwertig. Sie wurde in den letzten Tagen übrigens nochmal komplett überarbeitet. Der neue Paperwhite bekommt diese Oberfläche natürlich auch direkt. Ich glaube, er wird sogar schon auch jetzt bei euch damit ausgeliefert. Allerdings muss ich auch dazu sagen, dass auch ältere Kindle-Modelle diese neue Benutzeroberfläche bekommen haben in den letzten Wochen. Manche werden sie vielleicht auch erst noch bekommen. Also das ist jetzt nicht unbedingt ein Grund zum Upgraden. Die Software ist bei den Modellen weiterhin identisch, funktioniert aber hier sehr flüssig, schnell im Alltag. Damit bin ich sehr zufrieden. Eine Sache möchte ich bei einem Kindle immer mit anmerken. Ich persönlich bin im Amazon-Universum unterwegs. Ich komme mit dem Amazon-Shop klar. Ich kann mir dort die Bücher kaufen. Ich bin auch bei Audible etc. Aber dementsprechend ist man auch ein bisschen an diese Geräte, an die Dienste von Amazon gebunden. Sprich, wenn ihr ein normales IPA-Format haben wollt, müsst ihr das vorher umwandeln, um das Ganze dann auf diesem E-Reader lesen zu können. Finde ich persönlich nicht so tragisch, da ich wie gesagt mit Amazon unterwegs bin. Aber ich kenne auch Nutzer, die sich die Bücher, sage ich mal, aus
anderen Quellen beziehen, um sie dann lesen zu können, will ich da keinen verurteilen, aber da wird es ein bisschen komplexer, um diese Bücher dann auf so einen E-Reader zu bekommen. Das könnt ihr nicht so einfach tun. Will ich an dieser Stelle nur erwähnt haben. Wenn ihr aber wisst, woher man solche Bücher bekommt, aus welchen Quellen man die bekommt, wisst ihr sicher auch, wie man so ein Format umwandeln und dann auf den Kindle packen kann. Aber sei an dieser Stelle nur erwähnt, es ist sehr angenehm, wenn man sich im Universum von Amazon bewegt, wenn man sich so ein bisschen nach außen bewegt und so ein bisschen andere Dinge nutzen möchte, ist es nicht mehr ganz so leicht. Da gibt es mittlerweile auch gute E-Reader-Alternativen auf dem Markt. Ich finde, der Kindle Paperwhite ist so ziemlich die beste Option derzeit, wenn man hauptsächlich Bücher über Amazon liest. Wie lautet mein persönliches Fazit zum Amazon Kindle Paperwhite 2021? Ich finde, das ist ein sehr gelungenes Upgrade für den Alltag. Ich persönlich nutze den E-Reader gerne und ich finde auch, und ich habe jetzt euch ja den Kindle Oasis auch schon zwei, drei Mal hier gezeigt, er ersetzt ihn. Also ich finde, abgesehen vom Aluminium ist das eigentlich ein ebenbürtiges Gerät, welches diesem teilweise sogar durch USB-C voraus ist und besser im Alltag funktioniert. Für mich persönlich, es gibt also eigentlich keine Daseinsberechtigung mehr für den Oasis. Und wie gesagt, ich glaube, er ist nicht nur derzeit nicht mehr verfügbar. Ich könnte mir vorstellen, dass Amazon den Oasis auch einfach eingestellt hat und diese Technik jetzt einfach im etwas günstigeren Paperwhite unterbringt. Und wo wir schon beim Preis sind, will ich euch auch meine ganz persönliche Meinung dazu liefern. Als ich von Amazon gefragt wurde, welche Version ich testen möchte, habe ich mich natürlich für die Signature Edition entschieden. Ich bin ein Freund von kabellosem Laden. Mehr Speicher kann man auch immer brauchen, dachte ich mir. Aber wenn ich ganz ehrlich bin, ich würde mir dieses Geld sparen. Die Akkulaufzeit ist so gut, dass ich in dieser kompletten Testphase nur testweise geladen habe und ich glaube, man kommt da so gute 1,5 bis 2 Monate damit klar. Und auch wenn ich kabelloses Laden mag, so im Alltag, weil man sein Smartphone täglich laden muss, da finde ich es eine angenehme Sache. Hier würde ich es nicht unbedingt benötigen. Und wer auch nur E-Books liest, der weiß, dass diese nicht besonders groß sind. Dem werden wahrscheinlich auch 8 GB ein Leben lang ausreichen. Also spart euch dieses Geld. Wenn ihr mit Werbung leben könnt, könnt ihr sogar noch die Version für 130 Euro nehmen. Ich muss sagen, für 130 Euro ist das ein wirklich attraktiver E-Reader. Also meiner Seite, falls es noch nicht rübergekommen ist, gibt es eine klare Kaufempfehlung für den Amazon Kindle Paperwhite 2021, denn ich persönlich war da mit dem Alltag sehr zufrieden. Falls ihr Fragen habt, stellt mir diese gerne in den Kommentaren. Ich werde noch ein paar Bücher auf dem Kindle Paperwhite lesen und werde euch versuchen, diese Antworten dann dementsprechend in den Kommentaren zu liefern. Falls euch das Video gefallen, weitergeholfen hat, lasst mich das auch gerne wissen, gerne mit einem Daumen hoch. Und ansonsten würde ich sagen, danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Video.